Wie zufrieden bist du mit dem Auftakt hier in Willingen dieses Jahr? Ja, wichtig war es, wieder in das Wettkampfgeschehen reinzufinden, nach der Wettkampfpause am letzten Wochenende einfach wieder zum Sprung finden, die Technik abrufen. Das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Was erhofft ihr euch morgen für den Teamwettkampf, für den neuen FIS Team Cup? Ja, wir sind ein bisschen unglücklich. Nachdem die ganze Saison schon der Georg Späth ausfällt, fällt jetzt für die Teamtour oder zumindest für den Auftakt auch der Michi Urmann aus. Und das sind schon Verluste, die kann man nicht so einfach als Mannschaft kompensieren. Und deswegen wird es schwierig für uns im Teamwettbewerb. Aber ja, wir geben unser Bestes, versuchen einen Heimvorteil auszuspielen. Ich hoffe, dass die Zuschauer uns ein bisschen beflügeln und dann vielleicht können wir aufs Podest kommen, aber es wird schwer. Du sprichst die Zuschauer an, die Atmosphäre hier ist immer besonders speziell. Wie nehmen das die Skispringer wahr? Ja, es ist schon eine tolle Atmosphäre. Die Zuschauer gehen richtig mit, unterstützen jeden Springer und sind einfach begeistert. Und man merkt einfach die Freude und das überträgt sich auf uns. Letzte Frage, das Ziel ist natürlich die WM in Liberec. Wie passt das hier alles in die Vorbereitung? Ja, man muss den Weltcup-Plan so nehmen, wie er ist. Und wir haben deswegen letztes Wochenende eine kleine Pause eingelegt, um eben jetzt für die Teamtour und dann für die WM genügend Energie zu haben.